Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Far Cry 3. Wir haben hier gerade unsere tolle Leopardenjagd beendet, die ziemlich madig war, weil wir ungefähr so versagt haben, dass es nicht mehr zum Versagen ging. Oh, wir könnten hier ein paar Bambis mit dem Flammenwerfer jagen. Wäre ich auch mal lustig. Ah, okay, machen wir nicht. Wir sind Bambi-freundlich. So wechselt man also Munition bei dem Ding. Sieht cool aus. Okay. Wir wollten mal wieder ein paar, ausnahmsweise mal ein paar Nebenmissionen machen. Hier gibt es nämlich einige und die nächste, die wäre die hier. Nochmal mit Würde. Was haben wir hier? Hundesoldat. Aber wir machen die nochmal mit Würde. Da müssen wir nur irgendwie quer darüber rennen und das war's dann. Ich hoffe es einfach mal, dass wir nur darüber rennen müssen. Ich habe jetzt keinen Bock hier den großen Marathon hinzulegen. Ah, nehmen wir eine gescheite Waffe. Wo ist die denn? Vier ist meine gescheite Waffe. Mit meinem Dings. Da hinten wäre noch das Relikt gewesen, was ich mitnehmen hätte können. Ah, scheiße, das habe ich vergessen. Egal, halb so schlimm. Wildschwein, guck nicht so böse. Ich tu dir nicht mal was. Ich will nur irgendwie da hinten hochkommen. Und dafür muss ich hier da außen rumlaufen. Dann lauf mal da außen rum. Da geht's ja besser dann gleich hoch und damit ist es ja eigentlich kaum ein Umweg. Gott sei Dank. Außer dass wir die ganzen Bambis hier davon laufen. Wieso laufen die aber davon, Bambis? Habt ihr Angst vor mir? Bambis, Bambis, hast du Angst? Hast du Angst, Bambi? Oh ja, hast du Angst. Zu Recht hast du Angst. Ich werde dich töten. Bambi töten. Ich bin der Bambi-Töter. Naja. Dafür, dass es echt so RPG-mäßig aufgebaut ist, das Spiel hat sowieso eigentlich relativ wenige Nebenmissionen. Finde ich zumindest so. Können wir sich auch täuschen, aber keine Ahnung, bei so einem RPG erwartet man irgendwie so 100.000 Nebenmissionen neben der Hauptquest. Zumindest wenn man so WoW geschädigt ist wie ich. Wo in einem Gebiet ungefähr 100.000 Quests sind und die eigentlich mit dem Hauptquest-Strang überhaupt nichts zu tun haben, falls es mal überhaupt einen gibt. Ah, hier wird es nochmal eine lustige Rennstrecke zugeben. Ach nee, das ist die, wo wir vorher gemacht haben, oder? Ich glaube schon. Hier ist eine andere. Ich habe jetzt keine Lust, die zu machen. Ach, jetzt bin ich am Eingang vorbeigelaufen. Oder? Ne, der steht dahinter, der Kerl. Hä? Was ist da drin? Ist hier eine Tür in das Ding rein, wo man aufmachen kann? Tatsache, hier ist eine Tür, mit der man aufmachen kann. Okay. Hallo? Hallo, Mr. Nice Hat? Rauchendes Nice Hat? Komm. Ah, hier, von der Seite. Muss ich ihn ansprechen. Die alten Knochen. Geht's dir gut? Oh, oh. Klar geht's mir gut. Du musst nicht herkommen und nach mir sehen. Du hast mich doch gerufen. Ich? Warum sollte ich sowas tun? Ich kann mich an nichts erinnern. Habe ich heute schon meine Medizin genommen? Ah, Medizin. Deswegen habe ich dich gerufen. Was ist mit der Medizin? Medizin? Wolltest du keine Zutaten? Zutaten für was? Für deine Medizin. Woher wusstest du, dass ich Medizin brauche, hä? Bist du Hellseher? Kannst du mir sagen, wann ich den Löffel abgebe? Egal, ich will's nicht wissen. Was ich wirklich brauche, ist mehr Medizin. Nimm diese Liste von Pflanzen, finde sie und ich verrate dir das Spezialrezept. Wenn du dich an das Gespräch erinnerst. Was? Nichts. Okay, dann müssen wir anscheinend ein bisschen Alzheimer-Medizin besorgen gehen. Denn der Kerl leidet da eindeutig dran. Ist hier eine Kiste, die man aufmachen kann, weil hier irgendwie so dieses lustige Diamantensymbol ist? Anscheinend nicht, okay. Wir müssen jetzt einfach Zeug sammeln, oder wie? Was muss denn hier sammeln gehen? Es scheint aber direkt hier zu sein. Ach, sind das dann einfach diese drei Pflanzen hier, die man einmal kurz abtackern muss? Dann wäre das ja easiest quest ever. Keine Ahnung, ich laufe jetzt einfach den ganzen Shit hier ab und schaue, was passiert. Diese Anleitung ist bereit zu herrschen. Tödlicher Jäger. Okay. So, die Frage, was wir noch schicken müssen, bis wir den Scheiß hier herstellen können. Ja, wo ist denn die Pflanze hier? Ich hab sie irgendwie im Radar. Ach, hier oben war sie. Okay. Haben wir noch das blaue Blatt. Gibt's nicht sowas wie ein Questlock für das Ding? Ein blaues Blatt.
Ach, da hinten ist so diese Markierung. Okay, vielleicht sollten wir da mal hingehen, bevor wir hier einfach random irgendwelche Pflanzen pflücken. Könnte ein extrem hilfreicher Tipp sein. Anstatt hier einfach random durch die Gegend zu laufen oder irgendeinen Scheiß zu machen. Lauf einfach hoch. Vielleicht ist da oben irgendeine super special, mega geile Pflanze, die uns x-tausend Zeugs gibt. Zeugs halt. Komm ey, kommst du langsam hier oben an? Ah, hier. Ah, hier ist das Gebiet. Besorge 3 goldene Bienenkörbe. 1, 2, 3. Und dann. Das war die Mission. Aus dem Haus gehen, pflücken, wieder reingehen. Okay. Hätte ja fast nicht anspruchsvoller sein können. Ich habe deine Pflanzen. Was? Ich brauche keine Pflanzen für einen Eintopf. Ich brauche sie für Medizin. Sind die nicht für deine Medizin? Wie könnten sie? Ich habe dir doch keine Liste gegeben. Hier. Danke. Okay. Besorge 3 Heiligkronien. Jetzt auf einmal. Es wäre auch irgendwie so einfach gewesen, das Zeug hier vor der Haustür zu pflücken. Wobei das hier nicht sonderlich viel aufwendiger ist. Hier diese gelben Pflanzen hier zu pflücken, die nicht eingezeichnet sind. Oh mein Gott, wie schwer. Ich muss blinkende Pflanzen finden im grünen Wald. Okay. Wie kompliziert. Wo ist die dritte? Hier ist die dritte. So. Dann hätten wir jetzt die Mission. Wir sind 2 Meter weiter gelaufen, als wir vorher müssen. Aber sind immer noch weniger gelaufen, als vorher, wo wir falsch gelaufen sind. Boah, philosophischer Einsatz hier. Hier ist das Zeug für deine Medizin. Meine Medizin? Wie nett von dir. Aber warum bringst du mir dann Pflanzen, die ich für einen Einlauf brauche, hä? Ich hol dir eine Liste für meine Medizin. Oh, ernsthaft? Ah, der ist geil drauf. Ja, 1000 Listen für irgendwelche Pflanzen. Nehmen wir uns die nächste Liste vor, komm. Wo müssen wir jetzt runter? Da unten in einem Tal sammeln? Dann sammeln wir das Scheißzeug in einem Tal. Ach, ein Bär ist da auch noch. Dann gehen wir kurz den Bär. Bärli, komm. Bärli tot, dann können wir auch jeden Scheiß richtig sammeln. Ah, Missionsgegenstand, okay. Den Bär kann ich eigentlich auch noch häuten. Vielleicht bringt er noch irgendwas. Ich glaube, ich habe zwar schon alles, was ich mit Bärenfell brauche, auch wenn er hier jedes Mal Fleisch einpackt, aber... das ist hier die falsche Pflanze, oder? Ja, weißes Blatt scheint falsch zu sein. Ich brauche hier das grüne Zeug, so. Schraubenbaumpflanzen. Bringe die Pflanze zu Alfie. Okay, dann laufen wir zu Alfie zurück. Auch ein geiler Name. Alfie! Ich erinnere mich hier an Alf. Wie hieß er doch? Der hieß Alf. Dieser komische Teddy aus dem All. Wunderbar. Wunderbar. Komm, Alfie. Kannst du was gebrauchen? Muss deine Medizin sein. Medizin? Ich brauche keine Medizin. Du scherzt doch wohl. Oh ja. Die Medizin. Die Zutaten. Ich bin so vergesslich. Danke, mein Junge, dass du einem alten Mann geholfen hast. Hier hast du eine Kopie des Rezepts. Vielleicht hilft dir das ja. Du hast irgendein Rezept bekommen? Was für ein Rezept? Was zum Teufel habe ich für ein Rezept bekommen? Komm, wie kann ich hier nochmal die Rezepte aufrufen? Ich glaube, hier ging es um die Herstellung und jetzt haben wir neue Medizin. Endorphinschub, was macht denn das? Ein grünes Blatt und blaues Blatt wird da benötigt. Stimuliert die Endorphinproduktion, halte ich vollständig und bietet 4 zusätzliche Gesundheitsfälle. Dieses Fell regenerieren sich nicht. Das hört sich ernsthaft geil an. Herstellen bitte. Und das kann ich jetzt noch für irgendwas eintauschen. Stinkt hier. Ja, machen wir da. Haus hier rein. Gegenstand wird ersetzt durch Stinktier. Ja, gerne. So geiles Ding. Ah. Mal schauen, was wir hier jägermäßig noch haben. Jagdinstinkt und tödlicher Jäger. Dieses Mittel konzentriert die Körperkräfte und ermöglicht es, beim Kampf mit Tieren mehr Schaden anzurichten. Ja,
Das ist ja nicht sonderlich toll. Sowas brauche ich eigentlich nicht. Kampf. Ich habe noch die ganzen Kampfdinge. Scharfschütze. Ein Cocktail aus natürlichen Stimulantien, der die Präzision beim Schießen aus der Hüfte verbessert. Brauche ich eigentlich auch nicht. Das ist irgendwie sowieso immer saugeil, die Präzision und Erforschung. Sprintschub. Ermöglicht durch erhöhte Adrenalinproduktion kurzfristig schneller zu rennen und zu schwimmen. Okay, ein Tieftaucher. Ja, okay. Sachen, die man nicht wirklich braucht eigentlich. Hier haben wir alle verfügbar. Alle verfügbar und haben da schon auch alles hergestellt, oder? Spezialpfeile können wir jetzt noch herstellen. Ah, und den erweiterten Pfeilköcher können wir uns endlich auch noch herstellen. Genau, es gab mal diesen menschenfressenden Hai vor ein paar Folgen, den ich irgendwie genannt habe. Ich könnte eigentlich 6 Spritzen haben. Es wäre cool, wenn ich noch so ein paar herstellen könnte. Ich brauche immer blaue Blätter und grüne Blätter. Okay, das heißt, ich muss mal nebenher echt mal ganz, ganz viel grünes Blätterzeug sammeln. Aber das ist cool, dass man hier aus Missionen irgendwelche Spezialspritzen bekommt. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch eine andere Mission machen können, bevor wir hier wieder weiter durch die Lande ziehen. Die Rennmission habe ich nicht sonderlich Bock. Prüfung der Rakete da unten könnt ihr echt mal machen. Gibt es hier einen Schnellreisepunkt hier in dem Teil? Sieht es nicht danach aus, oder? Warte mal kurz. Diese Rennmission ausblenden. Vielleicht sieht man es dann drunter. Wo ist die Rennmission? Inselrennen. So. Zurück. Ne, das ist nur so eine Beutekiste. Funkturm. Funkturm, nicht so Funkturm will ich eigentlich gar nicht. Und hier gibt es auch keinen Schnellreisepunkt hin. Ach, da machen wir die einfach mal, wenn wir da unten das Ding da noch einnehmen. Diese Rook-Leuchtturm. Was ist das eigentlich für ein Spezialding? Na wurscht. Wir machen uns mal auf den Weg hier hoch, oder? Hier oben wird es einen Haufen Dings geben, so Übergabeaufgaben. Machen wir die mal. Die sind auch direkt bei unserer Story-Mission dort. Dann können wir die eigentlich auch mal wieder angehen. Mal da und hier auf der Stelle treten wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hier kann ich noch irgendwas Zeug kaufen. Munition, ja. Das ganze Inventar auffüllen. Okay, okay. Und ich kann hier noch Zeug verkaufen. Ja, dann machen wir. Ich glaube, irgendwo dann alles verkaufen. Schnellverkauf. Ja, hau rein. Jetzt habe ich noch irgendwelche Blätter, die ich nicht brauche. Was ist das hier? Ein weißes Blatt. Weiße Blätter brauche ich nicht. Okay. Okay. Ich kann auch einfach Enter drücken, glaube ich, oder? Gelbes Blatt. Ne, blaue Blätter muss ich behalten. Da war ja irgendwas mit den Dingern. Bernsteingelb brauche ich zum Beispiel nicht. Und das ist jetzt für ein rotes Blatt. Haben die sich gerade umsortiert? Ich check's nicht. Ich check's ernsthaft nicht. Egal, wir haben genügend Platz in unserer Tasche, also es macht gar nichts, wenn wir da eine Überproduktion an diesem Scheiß drin haben. Gucken wir lieber mal. Zu Übergabemissionen, die ist direkt da unten am Wasser. Komm, hier setzen wir den Punkt dahin. Dann machen wir den. Ach, der ist über den Berg drüber. Oh nein. Können wir da irgendwie rumlaufen? In welche Richtung kann man am schnellsten rumlaufen, sagen wir es mal so. Ich schaue es auch mal, ob ich so rumkomme. Da ist so ein bisschen so ein Weg hoch. Könnte zumindest funktionieren, aber der Weg geht direkt hier wieder runter. Könnte hier vielleicht eine anderen schneller dorten sein. Sind wir an der hier vielleicht eventuell schneller dorten? Ja, dann laufen wir mal so rum. Wäre ja schon sehen, wo wir als erstes dorten sind. Wir sind in beiden Fällen ewig weit runter. Obwohl, hier kann man direkt drüber laufen. Das halten wir aber auch erst direkt auf das Ding hier zu. Das andere Ding ist trotzdem irgendwo da oben. Hier kommen die Jungs mit dem Auto anfahren, aber die lassen mich sicher nicht mitfahren. Doch, die lassen mich mitfahren. Komm, stell mir einfach den in den Weg. Komm. Lass mich in das Auto einsteigen. Eben das Auto zu übernehmen, ist ja geil. Ich kann die einfach da stehen lassen und mit deren Auto wegfahren. Wenn hier vorne auch noch eins stehen würde. Oh, herrlich. Okay, dann komm zu dem Ding da hinten hin. Wir machen die Übergabemission von dort. Geil, geil. Das ist hinter diesem Teil, hinter dem Stein. Oder? Hinter dem Hula Hoop. Da haben ja alle diese Hula-Hoop-Dinger drin, ist ja cool. Gott sei Dank bin ich hier schnell genug ausgestiegen. Ich glaube, das Ding hat sich genau da zerfetzt, als ich ausgestiegen bin. Ich bin
cool, dass es dann nicht mehr was gemacht hat. Ja, ich will wieder XP und Geld. Das hört sich immer toll an. Sprich mit Buch. Ja, ich habe das schon irgendwie 50.000 Mal gesehen. Alter, was ist denn hier mit dem Zaun los? Das ist total behindert, wenn man da voll hängen bleibt. Ich hoffe, hier hat man auch wieder so 30 Sekunden über. Ich will jetzt, wo man überhaupt hin muss. Die Ziegen rumstehen. Oh, ihr blöden Ziegen. So, hier muss man nicht irgendwie springen oder so. Das sieht so aus, als müsste man springen. Oh, und zwar voll weit runter und man bleibt irgendein Stein auch noch hängen. Das sind die echten Awards, die Fahrbarkeit von diesen Strecken. Das ist der Hammer, also. Zudem wird hier immer das ganze Gemüse rumsteht. So, immerhin haben wir jetzt direkt wieder ein Fahrzeug, mit dem wir hier weiterfahren können. Dann können wir mal schauen, wo wir jetzt wieder hin müssen. Ich wollte irgendwie eigentlich zu dieser Mission hier unten hin. Jetzt sind wir aber hier. Ach ja, gibt es noch eine Gesucht-Tod-Aufgabe. Ist natürlich geil. Ah, und eine Fahrt des Jägers-Aufgabe auch. Hier sehen Scheiß. Wieso gibt's den hier noch? Wieso habe ich das noch nicht gemacht? Am Boden festgenagelt. Machen wir die mal. Da müssen wir in diesen Weg wieder zurück nach oben fahren. Hier ist... Den hat ja eigentlich echt gut Beschäftigung. Das glaubt man gar nicht. Und irgendwie ist die Karre aber hier halb kaputt. Was habe ich mit der Karre gemacht? Ist hier auch noch gekommen? Ach, keine Ahnung. Die machen auf jeden Fall jetzt hier die Mission, die in dem Haus hier ist, oder? Wo ist denn hier der Eingang? Oh, ich laufe natürlich wieder an einem Eingang vorbei. Oh nein! So, diesmal eine Frau wieder. Hallo, wie geht es dir? Was ist? Bitte, niemand hört mir zu. Bitte. Menschen wurden verletzt. Vielleicht sterben sie. Gestern Nacht, ich dachte, es wäre Donner. Aber als ich aus dem Fenster schaute, sah ich ein Flugzeug, das über das Haus flog. Es brannte lichterloh. Es war furchtbar. Keiner hat es gesehen. Keiner will glauben, dass ich es sah. Aber es ist da drüben abgestürzt. Menschen könnten sterben. Sie könnten tot sein. Geh und rette sie. Ich werde nachsehen. Okay. Also ich soll es irgendwie schauen, ob die Leute gestorben sind bei einem Flugzeugabsturz, der letzte Nacht stattgefunden hat. Ja, die Überlebenschancen von denen könnten noch ziemlich groß sein. Dafür, dass es schon so lange her ist. Ist das irgendwie nur ein Segelfliegerabsturz gewesen, oder wie? Oder soll ich den Segelflieger da drüben nehmen? Ne, ich soll den Segelflieger nehmen, okay. Dann schauen wir mal, ob ich hier nicht wieder ein großes Fail-Gliding veranstalte, wie schon mal. Okay, ein bisschen runter. Kann man hier eigentlich irgendwie bremsen? Lokalisiere das Flugzeugwrack. Was soll es ein Flugzeugwrack geben? Dann schauen wir mal. Hier ist ein Flugzeugwrack. Hätten wir das auch. Okay. Was sollen wir jetzt? Also suche die Absturzstelle. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie landen. Das sieht ja schon aus, als würde das Ding hier ein bisschen länger rumflacken, ne? Wie kann man mit dem Ding hier richtig landen? E halten, um Gleiter zu verlassen. Okay, dann verlassen wir es einfach mal über dem Wasser hier. Im Wasser kann mir Gott sei Dank nicht so viel passieren. Ja, komm, das Ding liegt hier schon länger rum. Da setzt sich schon Rost drauf an. Ich fliege doch nicht mit verrosteten Maschinen durch die Gegend. Meine Güte, seid ihr doof. Hier scheint aber nichts zu sein, aber hier hinten ist noch irgendwas, oder wie? Hat sich sogar schon ein Lager aufgeschlagen. Ja, komm. Wie kann man nicht überall ein Lager aufschlagen? Wenn hier Hi. Überall... Was machst du hier? Ich wollte gerade Essen kochen. Eine alte Frau im Dorf erzählte von einem Flugzeugabsturz. Naja, tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Das Ding ist vor 10 Jahren abgestürzt, hat dein Haus zerstört. Du kannst dir draußen noch die Reste ansehen. Danke. Warst du in dem Dorf in der Nähe? Ja, warum? Hä? Nichts. Nur, dass es keine alte Frau gibt, die da lebt. Hä? Whatever. Also das Ding hier ist schon vor 10 Jahren abgestürzt und die haben eine Mission von der Geisterfrau angenommen, oder was? Okay, es gibt hier echt die allerschrägsten Dinge, muss man sagen.
oben wird es noch eine Prüfung der Rakiat geben. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Oder mache ich erstmal diese... Wieso bin ich schon wieder hier unten? Ich war zuletzt noch irgendwo da oben. Bei dem Bug. Ah, komm. Irgendwie schaffe ich es nicht, mich darauf zu konzentrieren, Shit hier zu machen. Egal, gehen wir mal zum Schnellreisepunkt hier. Da sind wir noch zu anderen Missionen. Dann machen wir die einfach mal weiter. Bevor wir zum Bug gehen. Zum Bug. Aber ich glaube, die zwei Missionen machen wir, obwohl sie direkt jetzt hier sind, in der nächsten Folge. Wir sind echt wieder lang dabei und für die brauchen wir auch wieder ihre Zeit. Ah, wünsche ich mir wieder einen wunderschönen guten Tag.